Mein Vater hat gemalt und hatte eine Professur in der Akademie. Und ab und an sind wir sonntags mit meinem Vater an einem Bach gegangen, um schwimmen zu lernen. Und er hat aquarelliert. Und wenn wir aus dem Wasser kamen, hat er gefragt, was seht ihr da drauf? Und das war, glaube ich, das Training, um sehr schnell erfassen zu können, die Komposition. Nicht? Also die Maler legen sich ja ihre Komposition, haben es da drin leichter als wir Fotografen, die wir aus der Bewegung heraus Situationen, die sich permanent bewegen, da wirklich eine Komposition zu bekommen, ist sehr schwer. Und das macht halt einfach ein gutes Bild aus. Die Dunkelkammer ist für mich der zweite Ort, um zu einem guten Bild zu kommen. Ich sage immer, es muss so geschlossen werden, es muss eine Form bekommen. Sie müssen eben manchmal den Himmel nachbelichten, dass das nicht ausbricht. Oder das Schwarz, habe ich sehr gerne, dass es richtig schwarz kommt. Manchmal hat man mir nachgesagt, meine Sachen hätten eine gewisse Unschärfe, hat sich ja auch ab und an. Aber es hat Tiefe und die Atmosphäre, die in den Bildern dann drin ist, die war mir eben oft wichtiger als ein geblitztes, glattes, perfektes Bild. Es geht nicht um die Perfektion, es geht um den Inhalt. Tiefdruckbeilage war natürlich für uns das Tollste, was die Zeitung gehabt hat, für uns Fotografen, weil die Bilder einfach ganz wunderbar gekommen sind. Es war gutes Papier, es waren keine Anzeigen drin, sie wurden großzügig aufgemacht. Und das sind dann auch die Bilder, die bei den Lesern sehr in Erinnerung geblieben sind. Also viele sagen, ach, ihre Bilder, ich bin mit ihren Bildern groß geworden. Ich glaube, ich habe die Leica relativ spät gekriegt. Das war nach dem Salomon-Preis und der wurde damals nur mit so einer Replik-Uhrkamera dotiert und das hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Und Lebe kam dann im nächsten Jahr und er hat gesagt, guck mal hier, habe ich dir zu verdanken, hatte er also eine M6 und das hat mich sehr gefreut. Der Leica hat mich gefragt, ob ich die nicht mal leihweise haben wollte. Und damit war es natürlich dann geschehen. Also wenn man dieses Ding einmal in der Hand hat, dann ist er wirklich wie so ein kleines Juwel. Also man möchte sie dann nicht mehr loslassen. In unserem Beruf geht es ohne das Glück, glaube ich, gar nicht. Das muss ich schon sagen. Also ein Quäntchen Glück braucht man fast bei allen Aufträgen, die man hat. Aber man muss das Glück natürlich auch, dem muss man auch ein bisschen Vorschub leisten. Also wenn Sie da irgendwo sitzen und denken, das Glück kommt zu mir, läuft es sicher nicht. Aber wenn man an was dranbleibt und versucht und probiert und dann plötzlich kriegt man eine Chance und da würde ich sagen, so, da gibt es schon Momente, die das ist einfach dann ist wirklich das Glück und das macht es dann auch aus, oft. Nicht immer, aber oft.